Das ist alles. Remdale Leuchten sind noch an. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir machen uns weiter gen Karlsbad. Ich hatte jetzt den Sonntag hier auf dem Truckstop verbracht. Und jetzt Montagmorgen machen wir uns wieder auf den Weg. Den lassen wir noch durch. Sicher ist sicher. Sonnenaufgang und wir dürfen langsam wieder loslegen. Ist aber echt eine gemütliche Ecke hier, muss ich sagen. Kann man es gut aushalten. Ihr habt in dem Sinne auch nichts verpasst. Ich habe nur den Truck nochmal getankt. Halt heute Morgen alles nachgeguckt, ob die Ketten noch fest sind und den ganzen üblichen Kram halt. Wir sollten es, beziehungsweise wir sollten es nicht nur, wir schaffen es heute auch bis Karlsbad. Wird mal ein bisschen was längerer Tag heute, glaube ich. Persönlich natürlich hervorragend. Wenn du mit Oversize unterwegs bist und du trotz Bypass dann noch bei der Waage raus musst. Kostet halt immer alles ein bisschen Zeit. Hm.
Ja, und heute ist sowieso irgendwie so ein bisschen ein komischer Tag. Aber dazu später dann mehr. Ich werde auf jeden Fall nachher Thomas nochmal anrufen, um mal zu fragen, was jetzt mit seinem Kenny ist. Also ein paar Informationen habe ich da ja schon mitbekommen, aber ich werde ihn da auf jeden Fall nochmal anrufen und mal direkt fragen. Truckstop, da hatten mich auch noch zwei Fahrer angesprochen, die direkt auch gleich gefragt haben, ob ich Europäer bin. Und meinte ich so, ja, wie kommt ihr da drauf? Und dann meinten sie bloß, sieht man am Truck. Weil das ist nicht so typisch amerikanisch, sondern da sieht man doch schon den Europäer so ein bisschen durchkommen. Uns dann auch noch lange unterhalten, wie lange ich schon hier bin, was ich so alles mache und die haben mir dann auch noch so ein paar kleine Tipps gegeben, die ich noch so gar nicht wusste. Man lernt halt stetig dazu. Wollen dann abends auch noch schön essen. Wir haben da bei dem Truckstop so ein kleines Restaurant mit angeschlossen und ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen muss, ja, da, wenn ich da bin, muss ich unbedingt da wieder essen gehen. Aber es war nicht schlecht. Da habe ich schon wesentlich schlechter gegessen. Aber da wir in Kalifornien sind, Carlsbad, da ist ja dann auch nicht mehr ganz so weit bis Bakersfield. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal bei Anna vorbeizugucken. Erstmal steht auf der Prioritätenliste ganz oben den Kettenbagger heil bei der Firma abzuliefern, die sich da nennt Cluster & Sons. Kirche. Ja, landschaftlich ist das nach wie vor immer noch absolut traumhaft hier zu fahren. Wenn ich jetzt schon
mich nicht unbedingt auf die 55 Meilen in Kalifornien freue. Oh, das ist halt Kalifornien. Da vorne kommt die Waage. Okay, wir müssen sowieso raus. Dann passt das ja. Wir machen die Geschwindigkeitsbegrenzung hier halten. Weil da sind die nämlich ganz empfindlich, wenn du hier zu schnell fährst. Passiert hier irgendwas? Ja, wir haben grünes Licht. Ja, dann dürfen wir uns wieder auf den Weg machen. Fenster wieder zu auf der Beifahrerseite. So mag ich das. Resume Speed. Das tun wir doch. Arizona. In Las Vegas werden wir aber keinen Halt einlegen. Aber bei Glücksspiel habe ich bisher, wenn ich es mal betrieben habe, eh kein Glück gehabt. Und wenn es um Geld geht, da hört der Spaß dann sowieso auf. Das ist auch das Einzige, wo ich mir wirklich treu geblieben bin. Glücksspiel nie um echtes Geld. Da habe ich schon Existenzen zugrunde gehen sehen. Und das soll in dem Sinne nicht passieren. Was ist hier los? Und die
der Double Trailer. Ich weiß nicht. Also, wer sowas gerne fahren will, soll es tun. Für mich persönlich wäre das nichts. Das Air Race. Das würde ich mir auch gerne mal angucken. Es gibt so vieles, was ich mir gerne mal angucken würde hier in den Staaten, aber irgendwie immer nie die Zeit für. Dafür komme ich gut rum. So diese Kreuze hier sieht, wenn man die so von unten sieht, sieht es ja schon beeindruckend aus, aber wenn du das dann von oben siehst, wie verschlungen das alles so aussieht, das ist also wirklich schon der Hammer. Das ist doch das Bellagio, oder? Oder kommt das erst noch? Ne, da vorne müsste das sein. Good old Las Vegas. Stay right and then exit right. Exit right. Stay left. Doch eigentlich auch geradeaus bleiben können, oder? Merkwürdig. Edmund, was tust du hier mit mir? Never trust your GPS. Hat es mich nicht irgendwo quer durch Las Vegas durchgeschickt. Das wäre mit diesem Gespann auch durchaus lustig geworden.
Barstow. Und wir haben die 55 erreicht. In Kalifornien. Roadwork ahead. Jetzt wollen wir hoffen, dass die sich hier alle benehmen können. Fast. Ich hätte mit Schlimmerem gerechnet. Und wieder schön rollen lassen. Aber ich weiß, dass da gleich noch ein guter Anstieg kommt. Wenn ich mich nicht gerade komplett irre. Hier wird ja noch mal ein bisschen spannend. Nicht zu schnell werden hier. Die Sheriffs sehen das gar nicht gerne. Der ein oder andere von euch, der wird hier den Titel gelesen haben. Und nein, dieser Titel ist kein Clickbait. Ich werde in diesem Video noch auflösen, was es damit auf sich hat. Bestimmt irgendein Werbezeppelin. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oh, 35 Grad draußen. Das ist schon mal nicht ohne. Da macht das Abladen dann so richtig Spaß. Thank you.
so Sachen, die will man eigentlich gar nicht sehen. So ein Heißluftballon habe ich ja auch schon erzählt. Da würden mich keine 10 Pferde reinkriegen. Mit Höhen habe ich es nicht so. Dann dürfte es jetzt auch nicht mehr ganz so weit sein bis nach Karlsbad. Wo dann unsere letzte Fahrt enden wird. Du ziehst doch auch gleich noch raus, oder? Ja, das habe ich mir doch fast gedacht. Karlsbad, da ist es schon ausgeschildert. Ich glaube, in Karlsbad waren wir auch schon lange nicht mehr, oder? Ich glaube, das letzte Mal waren wir doch in Bakersfield, als wir uns in Kalifornien rumgetrieben haben. Grad, das wird hier immer wärmer. Holla die Waldfee. Stay left. Warum ist das hier jetzt die letzte Fahrt? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mich dazu entschlossen, mit einer Sache aufzuhören. Und wer jetzt denkt, dass ich mit ATS komplett aufhöre, der liegt falsch. Das hier wird nämlich die letzte Fahrt für HMS. Nein, es ist nichts vorgefallen. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Aber ich für meinen Teil habe gemerkt, dass ich nicht mehr so
100% glücklich bin, mich quasi an einen Partner zu binden. Und darum habe ich beschlossen, nach dieser Tour quasi meine Aufträge mir alle selbst zu buchen. Klar, es wird weiterhin Großteil der Maschinentransport bleiben. Aber so komme ich dann auch mal zu anderen Kunden hin. Ob das jetzt wirklich vielleicht so schlau von mir ist, weiß ich nicht. Es wird die Zukunft zeigen. Aber ich habe aktuell einen Kontostand, der sich durchaus sehen lassen kann. Wir sind so bei 9.000 Dollar nach dieser Tour. Heute scheppert es aber richtig hier überall. Ich habe das Ganze natürlich auch mit meinem Fahrer abgesprochen, weil der ist jetzt ja auch Teil gewesen von dem Deal für HMS. Er kann damit auch sehr gut leben. Er wird auch weiterhin den Mack fahren mit dem Tieflader. Und da haben wir auch schon länger drüber gesprochen. Also das ist jetzt nicht so eine Hauruck-Aktion. Wir haben uns das schon gut überlegt. Und der ein oder andere von euch wird jetzt vielleicht sagen, ja, aber wie kannst du so einen guten Partner einfach sagen, machst du nicht mehr? Das hat ganz verschiedene Gründe, weil... Wie gesagt, ich habe mit HMS kein Problem. Die haben mir halt auch angeboten, wenn es nicht so läuft, kann ich gerne wieder mit ins Boot kommen. Ich werde auch nach wie vor Aufträge für HMS noch mitfahren, wenn sie halt auf dem Markt mir angezeigt werden. Was ist dein Auftrag? Du kannst froh sein, dass von vorne nichts kommt. Darum keine Sorge, es wird hier definitiv weitergehen. Auch wenn die Straßen schmaler werden. Alter, was ist das hier für eine Straße? Halt nur nicht mehr Hauptauftraggeber HMS. Vielleicht kann ja auch der ein oder andere von euch diese Entscheidung nachvollziehen. Hast du dann doch noch gemerkt, dass hier Überholen keine gute Idee ist, oder?
Es gibt aber auch echt Blitzbirnen. Da fasst man sich echt an den Kopf. Und wenn die Straße hier noch schmaler wird, dann mache ich mir aber so langsam meine Gedanken. Weil mit Wenden ist hier nicht unbedingt was. Und die ganze Strecke zurück, rückwärts. Nein, danke. Okay, es wird wieder breiter. Das gefällt mir. Und klar, es kann jetzt durchaus mal vorkommen, dass ich die ein oder andere längere Leerfahrt vielleicht mal dazwischen habe. Aber dem Risiko bin ich mir durchaus bewusst und gehe es auch gerne ein. Also das Ganze ist schon durchdacht. Könnte sagen, dass ich quasi mit Oldschool Trucking Band wieder zu den Wurzeln zurückgehe. Und ohne irgendeinen festen Partner meinen Alltag hier bestreiten werde. Ziel ist es ja auch, Oldschool Trucking dementsprechend auch noch ein bisschen auszubauen. Dass man sich vielleicht irgendwann noch mal einen dritten LKW holt, noch einen Fahrer einstellt. Das sind jetzt erstmal alles noch so eine Geschichten, die sind noch weit weg. Aber mit knapp 10.000 Dollar auf dem Konto brauche ich mir jetzt keine Gedanken machen über einen dritten LKW. Fahr. Ja, ich weiß, da ist ein Stoppschild, aber ich möchte ungern mit diesem Gewicht jetzt an der Steigung komplett zum Stehen kommen. Cluster and Sons, da haben wir es schon ausgeschildert. Es müsste die Baustelle da vorne sein.
es ist die Baustelle. Werde ich mal hier vorne hinlatschen und mich anmelden. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es munter weitergeht. Allerdings nicht mehr für HMS. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns. Also bis dann. Tschüss. Ich hoffe, die haben hier noch einen Kaffee für mich.